An einem schönen Sommerabend des Jahres 1632 trabte ein kleines Pferdchen munter für Bass. Sein Reiter hieß D'Artagnan. Er war auf dem Wege nach Paris, wo er zu Ruhm, Ehre und Reichtum kommen wollte, was für ihn durchaus im Bereich des Möglichen lag, da er arm, edelmütig und obendrein Gascogner war. Also drei Gründe, um tapfer zu sein. Euer Vater war ein guter Waffengefährte. Ich bin sicher, dass ihr seiner würdig seid. Ich lege für euch ein gutes Wort bei Monsieur Dessart ein, damit er euch in sein Kadettenkorps aufnimmt. Aber Monsieur, ich wollte eigentlich zu den Musketieren. Oh, warum gleich so stürmisch, junger Mann? Hey! Man merkt, dass ihr aus der Provinz kommt. Zum Teufel, Monsieur, woher ich komme, geht euch überhaupt nichts an. Und wenn ich mich nicht beeilen müsste, um mich mit jemandem zu schlagen? Mit mir könnt ihr euch schlagen, ohne euch zu beeilen. Und wo, wenn ich fragen darf? Heute Abend, am Karmeliterkloster. Könnt ihr eure Augen nicht aufsperren? Entschuldigt. Man sollte euch eins hinter die Ohren geben. Eins hinter die Ohren? Das ist aber ein hartes Wort. Wollen wir uns darüber unterhalten? Um 6 Uhr, bei den Karmelitern. Vortrefflich. Vergesst nicht zu kommen. Monsieur, ihr habt ein Taschentuch verloren, das ihr sicher gern behalten möchtet. Ihr immer noch leugnen, Aramis, dass ihr ein Verhältnis mit Madame Dubois habt? Ist es in der Gascogne-Sitte, dass man indiskret ist? Kennt ihr das Karmeliterkloster, Monsieur? Und ob ich's kenne? Um 6 Uhr, wenn ich bitten darf. Die Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Daran merkt man, dass unsere Gegner nicht von hoher Herkunft sind. Ich finde es sehr amüsant, dass wir uns zur selben Stunde am selben Ort und aus demselben Grunde treffen, ohne verabredet zu sein. Sag mal, mit wem schlägst du dich? Mit einem Lümmel aus der Gascogne. Und du? Mit irgendeinem Esel aus der Provinz. Daher kommt meiner auch. Da kommt er. Das ist meiner. Entschuldige, aber das ist meiner. Sagen wir doch, das ist unserer. 3 Duelle zur selben Zeit, Monsieur? Das ist doch wohl ein Witz. Ach, sieh mal an, Musketiere. Ihr schlagt euch trotz des Verbots? Ah, das ist ja der liebe Monsieur Jussac. Höchstpersönlich. Und er bittet euch, ihm sofort zu folgen. Und wenn nicht? Wenn nicht, wir sind 6. Und ihr seid nur 3. Wie mir scheint, sind wir aber 4. Freundschaft muss mit Blut besiegelt werden. Entweder man ist Musketier oder man ist es nicht. Einer für alle. Alle für einen.